Langendorf am 7. Dezember 2023. Auf dem Anwesen, auf dem Höfen 1, waren die Familien Petzel, Eilaut, Bach und Oehlmann Gastgeber von einer Station des lebendigen Adventskalenders. Ja, erstmal möchte ich euch alle herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind und dass wir hier zusammen das 7. Türchen feiern können. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Marion wird uns bei den Liedern begleiten und hat auch eine kleine Andacht vorbereitet. Mathis wird ein Gedicht vorlesen und dann gibt es nachher auch noch was zu essen und zu trinken. Ja. Dann wünsche ich uns allen viel Spaß und ein schönes 7. Türchen. Es ist für uns eine Zeit angekommen. Die erste Kerze sagt es leise, es geht auf die Dezemberreise. Die zweite Kerze stimmt mit ein und lässt den Weihnachtsgeist hinein. Die dritte Kerze scheint schon bald, macht es uns warm, ist es auch kalt. Die vierte Kerze kündet klar, das Fest der Feste ist nun da. Er erzählt aus seinem Leben und es ist erstmal negativ, aber es ändert sich nachher. Es heißt, Hilferuf aus einem Loch. Selbst in diesem Loch, in dem ich keinen Himmel sah, konnte ich meine Augen erheben zu meinem Herrn. Ja, ohne Zweifel würde er mich hier erhören. Und dieser Psalm 121, den lese ich uns jetzt mal vor. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, meine Hilfe kommt von dem Herrn. Diese Hilfe erlebte ich dann zum Beispiel darin, dass das künstliche Koma, in das ich versetzt werden sollte, doch noch abgewendet werden konnte. Auf Gott schauen und auf ihn unser Vertrauen setzen, das hat schon vielen Menschen aus der Tiefe ihrer Verlorenheit herausgeholt. Es gibt nichts Besseres, als diesen Herrn zu kennen, der Himmel und Erde gemacht hat. Vertrauen wir uns doch seiner Liebe an. Den Familien Petzel, Eilaut, Bach und Oehlmann. Gleiche Besetzung wie letztes Jahr, nur anderer Ort. Herzlichen Dank für diese schöne Station. Es ist toll, wenn man in so einem kalten Wetter, wo noch Schnee zu sehen ist, dann auch zu so einem Ort kommen kann, wo so viele schöne Lichter leuchten. Hier ein Baum, in der Garage, hier zum Erkennen, da drüben am Fenster auch, die schöne 7 gestaltet, weil heute ja der 7. ist. Und der Stern da vor der Tür, also ganz viele Lichter. Und ja, danke auch für die Geschichte, auch sehr schön. Mit auch Hoffnungslicht in so einer trüben Umgebung. Als kleines Dankeschön für Ihre Ausrichtung und dass Sie das übernommen haben und auch noch was vorbereitet haben für gleich. Die, so kann man erkennen, da ist eine 7 drauf, ein Herzchen mit umspritzten Zuckerguss. Wem darf ich das umhängen? Das übernimmt die Nicole. Oder Mathis. Mathis, jawohl, genau, da war ja auch noch ein tolles Gedicht dabei mit den 4 Adventskerzen. Super. Ja, also herzlichen Dank für die...
Das waren 5 Minuten von der Station des lebendigen Adventskalenders am 7. Dezember 2023.